Hallo Leute, hier ist euer Dream Team und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog hier auf unserem Kanal. Jawohl, heute steht Gartenarbeit. Genau, aber nee, erstmal habe ich Philipp überrascht. Ja, ein Frühstück. Ich bin von der Nachtschicht gerade aufgewacht. Wir haben jetzt 2:30 mittags. Ja, es ist ein Brunch. Also wenn ich verpeilt irgendwie noch aussehe, entschuldigt mich. Und Vanessa hat einen Brunch vorbereitet. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar schöne Aufnahmen von dem Brunch. Und wir essen jetzt. Und dann essen wir. Viel Spaß euch erstmal. Dann melden wir uns gleich zurück. Gerne. Oh ja, so. Genau, wir müssen uns jetzt noch einen Videoschnitt angucken. Genau. Von einem Video. Den Daily Vlog hoch, den ihr jetzt schon gesehen habt, der letzte Woche kam. Genau. Und danach gehen wir ab in den Garten. Gartenarbeit wartet an. Ja. Ihr seht schon, wird schon herbstlich alles. Aber wir haben Gott sei Dank schönes Wetter. Eigentlich wollten wir es ja gestern machen, gestern hat es geregnet. Und jetzt haben wir Sonne. Genau. Rasenmähen, Nüsse sammeln und so. Ja, ja, richtig. Ja, das sagen wir euch nachher. Also jetzt schauen wir erstmal das Video an und danach gehen wir raus. Meldet uns draußen mal. Tschüss. So, jetzt sind wir hier draußen. In unserem Garten. Ihr kennt ihn ja mittlerweile. Und ja, Vanessa. Winke. Genau, Vanessa. Er tut schon Nüsse sammeln. Kleiner Funfact zu diesem Baum. Der war mal so klein, wie immer jeder Baum angefangen hat. Ein kleiner Sprössling. Mein Vater war mal angeln am Bodensee. Und da hat er mal 3, 4 Nüsse mitgenommen. Oder 5 vom Bodensee Walnüsse. Und hat die zu Hause in Wasser eingelegt. Und die haben 3 davon von den 4 haben dann gesprossen. Und dann wurden noch 1, 2, 3, die wurden groß. Hat er umgetopft und so weiter und so weiter. Und dann am Ende hat einer überlebt. Und daraus ist ein Baum geworden. Richtig krass, oder? Und der hat jetzt Nüsse. Mein Vater hat immer gesagt damals, wenn der Nüsse hat, habt ihr Kinder und ich werde Opa. Es ist leider nicht so gekommen, aber egal. Es ist schon krass. Wunder Natur, was es ja, so hinkriegt. Ja, du hast jetzt die richtige Frau, um Kinder zu kriegen. Ja, genau. Es ist nicht romantisch. Guck da, als Beweis, wir haben Walnüsse. Genau. Wir haben jetzt nicht mehr so große dabei, aber also nur die eine da. Genau. Und wir werden jetzt die noch ein paar einsammeln, die wobei liegen, und dann werden wir ja. Man sieht nicht mehr so gut, weil so viele Blätter sind. Alles kurz rächen. Ja. Oder ich werde, glaube ich, einfach mit dem Rasenmäher drüber jagen. Und dann. Grob rächen und dann. Genau, und dann auf geht's. Also ich würde sagen, sammeln wir jetzt noch fertig und dann tun wir Rasenmähen. Oh. Und dann schauen wir weiter. Oder? Ja. I'm trying to stay focused, but somehow. All I can think of is when you split. I gotta find the motive. Play forward. Watch every sequence bit by bit. Cause this is my own investigation. I am obsessed with finding out why you left. I keep on searching for the missing pieces. Try to find the reason why I ended up without you, baby. I got about a million leads to find the answer why you left me in the cold. I'm turning every stone like a detective. What's your objective? I guess I'm addicted. I need to know why you rejected me. Like a detective. What's your objective? I guess I'm addicted. I need to know why you rejected me. I'm lying awake and I'm it while staring holes in the ceiling. I got no clues. You played a trick in my head. Can't listen to reason or logic. I'm so confused. I'm caught up in a web of these loose ends that don't lead nowhere. So, letzter Schritt erledigt. Wäschespinne wieder reingedreht, gedrückt.
Gell? Ja. Ja. Übrigens haben wir sogar noch ein paar Kräuter. Wir haben noch Schnittlauch, Petersilie und Magiekraut. Oh, fertig, Rasenmäher, fertig. Und ich habe ein paar Brombeeren genascht, weil wir noch ein paar haben. Jo. Ja. Gut. Also, jetzt darf ich bin 100% vorbereitet. Ja, ich finde es so schön. Das letzte Mal, dass ich mal Rasenmähen dieses Jahr. Ich finde es so schön, wenn das so alles gemacht ist und schön aussieht. Man muss halt ein bisschen Zeit investieren. Genau. Genau. Man muss ja auch was zu seinem Zweck haben. Ja. Gut, was machen wir jetzt? Überlegen wir uns. Ganz spontan. Wow, eine Minute später und ich habe eine Idee. Guck mal, die Nachbarn tun auch Rasenmähen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es hört. Ja, solange gutes Wetter ist, machen es, glaube heute ganz viele. Ja. Ja, und zwar ist Philipps Mama im Moment noch in der Kur. Ja. Dienstag. Ja. Und ich finde, wir sollten jetzt mal in ihre Wohnung gehen und ihr eine kleine Freude machen, ihr die Fenster putzen, Staub wischen, den Boden staubsaugen, durchwischen, einfach, dass sie nichts zu tun hat, wenn sie kommt. Und dann muss ich noch ein bisschen Wäsche machen und ich glaube, wir nehmen euch jetzt einfach damit mit. Genau, also jedes Mal irgendwie Hausarbeit. Ja, aber das ist ja was Nettes. Gute Hausarbeit, keine schlechte. Hausarbeit ist immer gut, aber passt schon. Also auf geht's. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach jetzt mal im Bügelzimmer an mit Fensterputzen und gehen dann mal durchs ganze Haus, beziehungsweise durch die ganze Wohnung. Natürlich müssen auch die Spiegel rein sein. Hallo! Wir melden uns hier wieder aus den Tiefen des Hauses, aus unserer Kellerwohnung. Jawohl. Wir haben jetzt meiner Mutter, meinem Vater eine Freude gemacht und unseren Garten noch ein bisschen gemacht und so. Morgen wird noch ein bisschen gewischt oben. Genau, auf jeden Fall haben wir jetzt heute genug gemacht. Ich muss nachher wieder arbeiten. Ja. Die nächsten Daily Vlogs werden wahrscheinlich ein bisschen mehr irgendwie einen Sinn haben. Denn, ja, heute hat auch einen Sinn, sein Garten. Ja. Es geht ja jetzt bald wieder auf die Weihnachtszeit vor los. Ich krieg keinen Satz hin. Bald ist Weihnachten. Und wir nehmen euch jetzt einfach damit mit, die nächsten Male, wie wir uns auf Weihnachten vorbereiten. Und ja, eigentlich wollten wir schon letztes Jahr einen Adventskalender machen, aber irgendwie finden wir nicht die Zeit und die Idee. Genau, vielleicht fällt uns noch was ein, Adventskalender hier auf YouTube, aber ja. Wir wissen es aber noch nicht, können es nicht versprechen. Auf jeden Fall werdet ihr ein paar Daily Vlogs sehen, was wir mit Geschenken, Geschenkideen und was weiß ich, was alles zu tun haben wird. Genau. Ja, ich würde sagen. Und wir sehen uns wieder am Mittwoch übrigens, hier auf dem Kanal, und zwar mit einem Trips-Trill-Vlog. Trips-Trill? Ja. Ah, oder habe ich mich jetzt verpeilt? Nein, warte mal. Ja, hast recht. Alles gut, wir sind ein bisschen verpeilt, weil unser Zeitplan so komisch ist. Alles gut, Zeitplan passt. Trips-Trill müsste passen. Wenn nicht, seid uns nicht böse. Ihr wisst, wer wir sind. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Oder runter. Ist uns auch egal. Ja, wenn euch der Kanal hier gefällt und ihr uns sympathisch seid oder irgend andersrum, ihr wisst, ich meine. Ihr uns sympathisch. Könnt ihr gerne abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dass ihr kein Video verpasst von uns mehr. Und ich würde sagen. Wir werden jetzt hier noch aufräumen, aber. Ja, das müssen wir jetzt auch. Langweilig. Genau. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Dream Team. Ciao. Ciao.